Guten Tag, wir hätten da gerne mal eine Frage. Sie geben sich ganz schön Mühe hier mit dem Stand. Und ich stehe ja auf diesen Oldtimer-Kram. Ich muss es einfach sagen, es ist einfach für mich nicht nur Arbeit hier, sondern es gefällt mir sehr, sehr gut. Die Stände sind cool. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal die nächsten Tage hier ein bisschen durch. Ich bin ja 5 Tage hier am Start. Und es sind einige Stände. Und ach, guck mal, da ist er, der Alu. Das heißt, es sind auch einige Hallen hier. Das wird ein bisschen dauern, bis ich hier so durch bin. So, ganz wichtiges Thema bei Oldtimern, wie sie hier stehen. Fahrzeuge, völlig egal, ob das Auto oder Motorrad ist, sind natürlich Blechbearbeitung. Wie man hier schon sieht, das habe ich schon mal beim Christian gesehen, beim Barfuß. Das ist quasi, bevor irgendwas verschraubt wird, gibt es diese Bolzen, die dann einfach noch reingesteckt werden, wo das Blech dann hält. Da sieht man es sehr gut, dass das Blech dann dort bleibt, wo es ist und noch nicht irgendwie verschweißt oder vernietet werden muss. Das ist quasi so dieser Halter vorher. Auch cool zum Drehen. Ich denke, das ist ein Beiwagen von einem Motorrad. Und das sind natürlich so die Sachen zum Blech bearbeiten, was wir beim Christian auch schon alles gezeigt haben, die eigentlich so der normale Blechbatscher, wie man so schön sagt, umgangssprachlich ja benötigt. Es ist schon einiges an Werkzeug, aber es ist Wahnsinn, in welche Richtung man solche Bleche strecken und ziehen kann. Habe ich gestern erst wieder benutzt, bin auch froh, dass ich so habe. Sandstrahlkabine, für viele Dinge natürlich auch wichtig, aber man muss natürlich immer aufpassen bei Originalsachen. Erstens mal wollen die Jungs ja euer Patina behalten, gebt mir recht, schreibt es mal unten in die Kommentare, ob es so ist und das natürlich nicht Material zu sehr abgenutzt wird. Wenn wir zum Beispiel Tankinstandsetzungen machen, passen wir auch immer auf, dass nicht zu viel vom Originalmaterial beschädigt wird. Auch schön eine kleine Segmentabkantbank, wo man quasi die Segmente rausnehmen kann. Auch eine sehr coole Sache. Vor allem den kleinen. Das ist natürlich auch geil. Ah ja, das sind wir wieder. Standswerkzeug macht ja auch die Hollies und der Christian auch immer schön. So, jetzt ist natürlich was passiert, was ich hier gesehen habe, wovon ich natürlich absoluter Fan bin und immer noch träume. Mit so einer schönen Werkbank, beleuchtet, werkzeughängend. Schubfächer. Das ist noch so ein kleiner Traum, den ich leider noch nicht so ganz erfüllt habe für meine Werkstatt. Die brauche ich auf jeden Fall auch noch. Da wäre ich richtig Fan von. Also ein Eriks ist ein Highlight hier mit Mr. Ordnung. Mal bei Eckdaten zu dem Mercedes-Benz 710 SS von 1929. 6 Zylinder und nur ganz wenige 225 PS. So, was für die BMW-Jungs, BMW-Freunde, wo seid ihr? BMW Motorsport, würde ich behaupten. Check. Auch Wahnsinn, was sich hier für eine Arbeit gemacht wird, was die ganze Hebebühne-Geschichte angeht. Und Junge, Junge. Das Ding ist halt, ich bin jetzt hier nicht der Philipp oder der JP. Ich habe keine Ahnung, wie die Fahrzeuge heißen, aber ich finde sie geil. Gut, doch, das weiß ich, das ist ein Bulli, da kenne ich mich aus. Und ein Käfer weiß ich auch noch. Und dann hört es aber auch schon auf. Aber der Aufriss, der immer auch für solche Messen betrieben wird, ist schon der Hammer. Klar, geht natürlich nicht um Oldtimer, geht ja auch darum, wie kann ich meinen Oldtimer restaurieren, Kontakte hier netzwerken und wie kann ich mir das Ganze vereinfachen, natürlich auch mit Werkzeug oder in dem Fall auch mit Hebebühnen. Also wie du siehst, sehr viele ältere Fahrzeuge vor allen Dingen. Ah, ein schöner Tisch. Das ist natürlich auch wieder was, was mir sehr gut gefällt. Gell? Ich habe meinen auch da bei Baumstammtisch. Beide. Gut, hier geht es um Felgen. Ihr Spezialist rund um Porsche und Mercedes. Gut gefällt. Vermutlich für alle Oldtimer-Jungs hier eine ganz, ganz, ganz interessante Geschichte. Bisschen oldschool. Ohne Motor. Doch, es ist eine Pferde dazu, sonst wird es nichts. Gell? So, dass das kein alter Wagen ist, ist klar. Gell? Aber sie haben es halt optisch wenigstens in die Richtung gebracht, nämlich mit einer Rostlook-Folie. Muss ich sagen, sieht echt gut aus. Also, sieht echt aus. Also ihr merkt schon, heute gibt es ein bisschen anderen Content hier. Aber ich denke, jeder, der schweißen mag, mag auch Autos. Schon ein ganz schöner Kollege hier. Ist ein bisschen long. Daimler-Benz, 250 PS, 4-Gang-Automatik. Auf jeden Fall lang, der Kollege. Gardinen im Fond. Ah ja, habe ich gesehen hinten. Ich dachte, es wäre eine Limousine, weil der so riesenlang ist, aber der ist so, gell? Das ist gar keine Limo. Krass, schickes Auto. Hat ein bisschen so einen amerikanischen Style so von der Seite. Farbmusterbeispiel. Ist klar, worum es geht, oder? Also ständemäßig wird sich hier sehr viel Mühe geben. Alles in Cream. Ein sehr schickes Fahrzeug. Opel. Goldene Felgen, geil. Oh, sehr clean. Tja, hier sieht man kein Schweißnähtchen. Nicht wirklich, weil hier ist alles sehr, sehr clean in dem Motorraum. Krass. Also hier sind auf jeden Fall viele Fahrzeuge.
weniger gerade aktuell so, was Instandsetzung etc. angeht, aber da finden wir bestimmt auch noch ein bisschen was. Und hier neben mir die ganzen Fiats am Start. Vorhin waren die noch alle rot abgedeckt, liegt oben auf dem Dach. Also das war schon mal so der erste kleine Eindruck von der Messe. Wir sind in Halle 2 und ich glaube, es gibt 6 oder 7 Hallen. Geht dann noch, oder? Da könnte sich mal ein Karosseriebauer dran versuchen. Ja, es geht auch noch. Okay, so schlimm. Ja. Hier geht es quasi um Aluminium polieren, würde ich behaupten. So wie die Felge schon aussieht, ne? Und das Ganze drumherum. Der macht quasi auch hier Live-Vorführungen. Da müsste man nachher mal ein bisschen ansprechen, ne? Wäre nochmal so eine Thematik hier. Ich bin Andreas Steindl. Wir haben vor über 40 Jahren ein spezielles Schleifsystem entwickelt, das dafür gebaut ist, damit man Formen schleifen kann. Und zwar in jeglicher Größenordnung, wie man das jetzt hier sehen kann. Ich arbeite jetzt hier gerade mit einem 400er Schleifpapier. So, das passt sich jetzt immer gemütlich jeder beliebigen Form an, auch bei Schiffszügen. Das ist ja das Interessante. Ich mache das jetzt 40 Jahre. Wir machen das mit dem Flugzeugbau und großen Fahrzeugherstellern. Und die sind seit 40 Jahren halt begeistert. Und meine Kunden natürlich auch. Ja, das war ja schon mal erfolgreich. Schönes Gespräch gerade gehabt zum Aluminiumpolieren. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen eine Einweisung. Und wir treffen uns die Tage jetzt noch und machen da ein bisschen mehr und gehen mal richtig ins Detail. Weil das ist eine Frage, die ganz, ganz oft kommt. Sagen wir, Aluminiumpolieren, wer macht das? Kann ich das selber machen? Was ich jetzt erfahren habe, ist so interessant. Das würde ich extrem freuen. Und ich freue mich, wenn er mir nochmal eine Einweisung gibt und wir dir zusammen zeigen, wie das Ganze geht und wie einfach und zu welchen Kosten. Die Konditionen sind der Hammer. Tja, Jungs, das ist noch ein ganz schönes Handwerk hier, würde ich sagen, gell? Ich hab das beim Trotzdem Kerzen. Schöner Ersatz. So stelle ich mir das vor. Porsche ist schon was mir ganz gut gefällt. Also hier auf der Techno-Klassiker ist es auf jeden Fall so, da ist für jeden Oldtimer-Fan was dabei. Egal ob Mercedes, wie du hier gerade siehst, alles schön in Silber gehalten. Auf dem Limo, das sind lange Kollege, richtig alte Fahrzeuge. Auch in Rot, Ferrari, Porsche. Also es ist wirklich alles komplett, glaube ich, für jeden Geschmack vertreten. Hier BMW sehe ich gerade. Also ich bin so ein bisschen, merke ich, hier so. Hier und Porsche gefällt mir sehr gut, aber die alten bin ich halt auch absoluter Fan. Schreib's doch mal in die Kommentare, ich bin mal gespannt, was dir gefällt. Das ist auch. Natürlich auch stolze Preise, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Fahrzeug, was es halt nicht um die Ecke gibt. Für mich natürlich Highlight, ich mag die wirklich sehr, sehr gut. Ich sehe dann gleich schon der Kühler, die so gebaut werden. Gibt es übrigens hier auch jemanden, muss ich nachher auch nochmal hingehen. Ja, hier sind wir nochmal an einem Spezialplatz angelangt, quasi aus Aluminiumblech in Optik eines Fahrzeugs. Also sehr stylisch natürlich. Nichts zum Fahren, aber auch cool. Also hier sind wir, glaube ich, bei dem Thema Original, Patina, Grüße gehen raus an Edelweiß. Der würde hier sich extrem freuen. Also das ist auf jeden Fall mal richtig Patina. Hier ist, würde ich sagen, auch wenn ich keine Ahnung habe, das sieht schon sehr, sehr original noch aus. Wahnsinn. Das hat natürlich auch ganz klar so seine Vorzüge, so eine Geschichte. Klar ist das nice, aber das ist halt wahrscheinlich lackiert, restauriert, aufgewertet. Und das hat halt so richtig den originalen Charme noch. Was ich auch sehr interessant finde, was ich noch nicht wusste, sind auch einige Vereine hier am Start, wie zum Beispiel die Jungs hier hinten von Commodore B-Club. Und da ist es so, dass hier so ein Wettkampf stattfand, ich glaube, es war gestern, der Verein mit dem coolsten Stand. Also das heißt, jeder hat hier irgendwie so einen Stand aufgebaut von den Vereinen und dann konnten die sich gegenseitig bewerten, weil es aber noch nicht mehr gewonnen hat. Aber das ist hier auch so ein kleiner Wettbewerb. Und ich habe gestern auch was Kleines bekommen, wie so eine, ja, so ein Wimbel, dass ich hier teilgenommen habe 2024. Schon cool, kann man sich zu Hause hinhängen.
habe ich so in der Form auch noch nicht gekriegt. Live-Speisen war natürlich auch wieder krass. Wir haben viel gemacht. Das haben sich einige auch richtig gefreut und haben selber gespeist. Haben sich dann so ein bisschen rangetraut. Und mal gucken, wie der letzte Tag heute wird. So langsam füllt sich das alles hier. Geht jetzt so langsam los. Aber es dauert immer ein bisschen, weil wir Halle 2 sind und der Eingang ist aber bei Halle 8. Du siehst da oben, Halle 8 ist ganz rechts oben. Wir müssen erst durch 7, 6, 5, 4 und dann kommen sie erst zu uns. Deswegen ist meistens hier erst so kurz nach 10 so die ersten richtigen Leute am Start. Ja, ansonsten, was sind hier so für Leute am Start? Wie gesagt, Vereine, dann Firmen, Brabus von Mercedes ist da oder Baum Mercedes, ich weiß es nicht genau, da kenne ich mich jetzt wieder nicht genau aus. Und viele private Leute, die natürlich Ausstellungen machen, Artikel verkaufen, Stände haben, was Zubehör angeht, Oldtimer-Teile, aber auch viele, die ihren Oldtimer verkaufen wollen. Also das ist schon ein bisschen eine ganz andere Nummer, als was ich so bisher sehr gewohnt bin, so von Oldtimer. Und ja, spannend. Auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Richtung an Fahrzeug, was hier so unterwegs ist. Und ich habe bestimmt 300 Mal erzählt, dass man Aluguss und Magnesiumlegierung speisen kann, was bei vielen Leuten nicht klar war. So, das ist die Halle, wo ich auf jeden Fall gesehen habe, dass hier viele, ich glaube, Privatleute auch ihre Fahrzeuge anbieten zum Verkauf. Ich kann es nicht sagen, wie viele Quadratmeter das hier sind, aber auf jeden Fall stehen hier einige Fahrzeuge am Start, die hier so verkauft werden. Ne? Porsche, Audi, Ferrari, Mercedes, Citroën sehe ich gerade hier vorne und da. Sind einige wirklich hier. Manche stellen da nur aus, aber manche verkaufen. Und dann siehst du halt hier Maserati. Steht alles am Start. 89k, Top-Zustand. Und dann weißt du Bescheid und dann kannst du hier mit den Leuten quatschen. Teuerstes Auto, was ich gesehen habe auf der Messe, 1,8 Millionen. War, glaube ich, ein Mercedes, wenn ich mich nicht mehr ganz irre. Ich habe mich auch mal gefragt, wo kriegt man eigentlich solche Oldtimer? Die bei Kleinanzeigen war es nicht. Ich vermute, dass es dann hier ist, zum Beispiel auf solchen Messen Oldtimer-Sachen. Also ganz klare Sache für Oldtimer-Jungs und Mädels, die das feiern, zelebrieren, cool finden. Seid ihr hier genau richtig, wer hier noch nicht war. Für mich war es auch das erste Mal. Auf jeden Fall mal abchecken. Hat Spaß gemacht. In diesem Video hier habe ich ja mal eingeblendet, wo wir auch Aluminium poliert haben. Weil mir ist wichtig, das Ganze noch mal in einem kompletten Video zu zeigen, weil der Andreas einiges gesagt hat von Steindl. Und deswegen kommt dazu noch ein komplettes Video in voller Länge, wo du dich drauf freuen kannst, weil das Thema interessant ist für jeden, der selber gerne polieren möchte. Oder das hat das immer in Firmen getan. Das kannst du jetzt mit einfachen Mitteln für wenig Geld selber machen. Als kleines Kind nur als Matchbox. Und sieht halt einfach krass aus. Das Ganze einfach mal live zu sehen. Ganz schön krasses Fahrzeug. Und so sehen dann quasi hier die Jungs aus, die Mädels, die Teile verkaufen. Ja, ich kenne das sonst immer so auf dem Fußboden liegen. Man sieht auf jeden Fall, dass es einige Teile sind, die älter sind. Für mich halt komplett anders, weil es halt nicht, ich sag mal, Simson. Ja, so diese typischen Sachen, die bei uns halt immer so auf den Märkten sind. Ich will jetzt nicht DKW sagen, ich kenne mich ja immer nicht so genau aus, aber das sind auf jeden Fall Teile, die ich vermutlich so noch nicht auf meinem Tisch liegen hatte. Oder nicht so oft auf jeden Fall. Schon interessant. Was auch halt cool ist, die sagen ja hier, Europa kommt hierher und es ist halt wirklich so. Mussten viele auf Englisch quatschen, aber mit vielen ging es gar nicht, die kannten kein Englisch. Also Italiener, Spanier, Franzosen, viele Holländer da. Also wirklich cool, dass das hier so Multikulti ist am Start. Aber gut, wir liegen ja auch relativ nah an der Ländergrenze, deswegen macht das natürlich auch irgendwo Sinn. Auch cool, das ist das älteste Fahrzeug hier auf der Messe, deswegen steht da oben auch ein Pokal drauf. Und ist verkauft. Stand neulich noch drin, ich weiß nicht mehr für was. Ich glaube für 50.000, 60.000. Jetzt verkauft. Hat einer zugeschlagen quasi. Ältestes Auto auf der Messe 2024. Ich finde es einfach herrlich zu sehen, was damals alles schon so gemacht worden ist. Und dann redet man ja davon, dass das nicht alles maschinell gemacht worden ist, sondern per Hand. Das wird ja heute noch so gebaut, weil es halt einfach total zeitlos ist. Und für mich immer irgendwie, ich kann es gar nicht sagen, aber cool wie für Rallye oder Oldtimer, was einfach dazugehört, weil es einfach nice aussieht. Gell? Hier diese Struktur. Herrlich. Wieder einer zugeschlagen. Das sind einfach so Dinge, ich bin nicht so der Autofan, gell, eigentlich. Aber die alten Autos, die alten Fahrzeuge, da passiert schon was bei mir. Auch ein interessantes Thema, habe ich auch schon gesprochen mit den Jungs, die kommen aus Holland, bauen komplette Kühlernetze, Kühler nach, auch wichtig natürlich. Ich sag mal, sowas ist ja noch machbar. Aber hier, da geht es dann schon los, dass das schon so eine Sache ist. Das ist schon sehr, sehr speziell. War cool, mal so ein Kühlernetz einzeln zu sehen, das heißt, schneiden das dann halt alles zu. Ja. Und hier wird auf jeden Fall gelötet, was das Zeug hält. Schweißen ist hier auf jeden Fall weniger der Sachverhalt. Aber ist schon nice. So, dann auch Fachzeitschriften, Fahrzeugzeitschriften von alten Sachen. Habe ich auch schon hier viel gesehen. Dann hier so italienischer Stand zum Essen.
auch richtig cool gemacht. Gibt schön italienische Getränke, Essen. Das hat was. Klar, Belederung darf nicht fehlen. Alles, was so mit Sitzen, Innenverkleidung zu tun hat. Sattler, quasi auch alles am Start. Auch mal solche Stände. Geil, mit Musikboxen und Koffern. Also richtig schön oldschool. Allein mit dem Teppich, da Edelweiß wird jetzt durchdrehen, glaube ich. Das ist genau sein Ding bestimmt hier. Eben hatte ich es mit DKW, NSU. Bisschen was da. Das ist übrigens auch noch so ein Ding von mir, das habe ich in Kassel schon gesehen. Fand ich sehr, sehr cool. Fahrrad mit Motor. Mal gucken, entweder wird es sowas, was ich mir gerne mal bauen will. Aber es gibt natürlich auch heute, wenn wir mal das ein bisschen zeitgemäß machen wollen, dass wir das Ganze als E-Fahrrad bauen. Da habe ich irgendwie Lust drauf aktuell. Das wäre jetzt mal so eine Sache, was ich gerne mal machen würde. Also wer schon mal auf der Messe Essen war, weiß, es gibt einige Hallen hier. 8 Stück und die sind alle gefüllt mit Oldtimer-Sachen, Fahrzeugen, Teilen. Das ist auf jeden Fall mal ein Wochenendbesuch wert. Geht zwar schon Mittwoch los, geht ja mal von Mittwoch bis Sonntag. Ich bin auch ganz schön durch jetzt. Für mich geht es heute Abend noch zurück. Und dann 4 Tage in die Werkstatt, ins Büro und dann fahre ich nach Hockenheim zur nächsten Messe. Ja Leute, lasst mich mal gerne wissen, ob das auch cool ist, wenn ich auf den Messen mal ein bisschen aktuelle Sachen zeige. Oder ob das sagt, nee, das passt überhaupt nicht auf den Kanal. Aber ich fand es interessant, vor allen Dingen, weil wir hier den Stand haben. Macht halt extrem viel Spaß. Spannend wird auf jeden Fall das nächste Video, was ich dann hochladen werde zum Thema Aluminium polieren, Oberflächenbehandlung. Da musst du auf jeden Fall reinschauen, weil das wird richtig gut und das wird dir sehr, sehr gefallen. Das musst du teilen. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Lass es dir gut gehen. Hier oben findest du mal ein Video, wo wir schon bei der Oldtimer waren und auch nochmal von der Messe. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, dein Alulöffel.